Spielzeug Wunderland. Oh, seit 3 Tagen sind die Fische im Kühlschrank. Heute kann ich sie endlich grillen. Zuerst muss ich die Schuppen entfernen. Ich hatte meine Freunde zum Fischessen in meinen Garten eingeladen. Aber weil es die letzten Tage geregnet hat, können sie erst heute kommen. Riecht der Fisch komisch? Naja, Fische riechen eben. Auf den Grill damit! Bin ich zu spät? Nein, Flamingo, wir sind auch eben erst gekommen. Die Fische sind fertig. So, jetzt gibt's gegrillten Fisch. Ich will aber keinen Fisch. Aber Nicole hat doch für uns Fisch gegrillt. Kein Problem, Barbie. Ich kann für Chelsea ja Fleisch grillen. Magst du das? Mhm. Guten Appetit. Dankeschön. Flamingo, du bekommst einen besonders großen Fisch. Ich liebe Fisch. Chelseas Fleisch ist auch durch. Das war lecker. Dankeschön. Der Fisch schmeckt irgendwie anders. Komisch. Mein Fleisch schmeckt lecker. Ja, der Fisch hat irgendwie komisch geschmeckt. Vielleicht war es ja ein Salzwasserfisch. Vielleicht, wie auch immer. Wir haben aufgegessen. Gehen wir nach Hause. Danke für die Einladung, Nicole. Gerne doch. Lasst uns das bald mal wiederholen. Ich gehe dann auch mal. Tschüss. Ich gehe dann auch mal. Oh? Oh, oh. Nicole, kann ich mal dein Klo benutzen? Na klar, Flamingo. Es ist da drüben. Oh, ich muss ganz dringend aufs Klo. Oh, schnell, schnell. Mama, alles okay? Ja, Schatz, mir geht's gut. Mama, beeil dich doch. Ich muss pinkeln. Ja, Schatz, ich komm gleich raus. Flamingo, alles okay da drin? Na, endlich. Ich komme. Nicole, ich sitze schon die ganze Zeit auf dem Klo. Kann es sein, dass der Fisch schlecht war? Wirklich? Oh, Barbie hat eben angerufen. Ihr geht's genauso. Oh, das tut mir wirklich leid. Oh Mann, wegen mir haben meine Freunde jetzt Durchfall. Achtet immer darauf, dass ihr nur frischen Fisch esst. Tschüss. Spielzeug Wunderland. Nicole, das ist der Laden. Ja, hier gibt's tolle Sachen, Barbie. Aber weißt du denn schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, damit wir dementsprechend was einkaufen? Ich habe ja ganz vergessen, dir das zu sagen. Es wird ein Junge.
Oh, ich gratuliere, Barbie. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir die meisten Sachen in Blau. Das ist doch ein schönes Bettchen. Barbie, wir brauchen auch eine Badewanne. Die ist zu klein. Rosa, nein. Die nehmen wir. Die sieht doch toll aus. Ja, die ist schön. Nicole, da hat's Bademäntel. Ich kann mich nicht bücken. Kannst du bitte einen holen? Warte, Barbie, ich mach das. Welchen sollen wir nehmen? Der gefällt mir. Mir gefällt der auch. Ein Fläschchen brauchen wir auch. Bettwäsche. Und ein kleiner Latz. Nicole, wir brauchen auch Windeln. Das hätte ich fast vergessen, Barbie. Und natürlich brauchen wir auch einen Wickeltisch. Nicole, jetzt malen wir noch die Wände blau an. Ja, das Kinderzimmer streichen wir blau an. Kinderzimmer geworden. Ja, Barbie, finde ich auch. Spielzeug Wunderland. Hallo, Barbie. Hallo Nicole, du weißt sicher, dass heute Valentinstag ist. Ich treffe mich mit Ken und möchte mir was zum Anziehen kaufen, kann mich aber nicht entscheiden. Kannst du bitte, bitte vorbeikommen und mir helfen? Wo bleibt Nicole denn? So Barbie, da bin ich. Sag, wie kann ich dir helfen? Sag Nicole, wie gefällt dir dieses Kleid? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist zu viel, das ist ja wie ein Ballkleid. Lass mich mal schauen. Oh, dieses Kleid finde ich schön. Probier das doch mal. Okay. Mal sehen, ob es dir passt. Guten Tag. Nicole, was machst du denn hier? Ken, was machst du hier? Na, ich will für Barbie ein Geschenk kaufen. Oh, das ist ja romantisch. Allerdings ist Barbie gerade hier. Sie soll dich nicht sehen. Weißt du, wie wir es machen? Du versteckst dich. Und wenn Barbie das nächste Mal in die Garderobe geht, dann helfe ich dir beim Geschenk aussuchen. Jetzt schnell weg, weg, weg. Können Sie sich bitte vor das Regal stellen, damit Barbie mich nicht sieht? Na klar. Nicole, also ich finde, das Kleid steht mir sehr gut. Allerdings, ich brauche andere Schuhe. Ich schau mal schnell. Andere Schuhe? Nee, Barbie, du hast doch zu Hause schon so viele Schuhe. Mir gefällt das Kleid doch nicht so gut. Komm, wir suchen ein anderes Kleid für dich aus. Hier, dieses Kleid ist schön. Da, Barbie, probier das mal an. Probier das mal an. Ken, komm. Okay, und was soll ich jetzt für Barbie kaufen? Ken, du weißt doch, dass Barbie so gerne Schmuck trägt. Wie wäre es, wenn du für sie eine schöne Kette kaufst? Okay, aber welche denn? Ich komme. Ken, schnell weg, weg, weg. Ah, hallo Barbie. Zeig mal, dreh dich mal. Ich weiß nicht, nee, dieses Kleid, das ist es auch nicht. Schau mal, das sieht doch schön aus. Kannst du bitte dieses Kleid mal anprobieren? Moment, ich hab's gleich so. Jetzt hier, nimm und geh einfach, Barbie. So, Ken, lass uns schnell was aussuchen. So eine blaue Kette hat Barbie schon.
die hier? Nee, ich glaube, die beide würden Barbie nicht gefallen. Mal sehen. Ah, oh, die ist doch schön. Schau mal, Ken. Ich denke, du solltest diese Kette nehmen. Nicole, schnell weg, Ken. Oh, Barbie, du siehst aber schön aus. Ich denke, dieses Kleid solltest du kaufen. Das steht dir wirklich gut. Ja, das nehmen wir. Geh und zieh dich schnell wieder um. Ach, puh. Ken, wo bist du denn? Ah, also schau, Ken, du nimmst am besten diese Halskette für sie. Barbie kommt gleich, beeilt euch, packen Sie es bitte als Geschenk ein, ja? Okay. Alles klar, danke schön, Nicole. Na, heute geht's ja hier drunter und drüber. So, ich packe Ihnen die Kette ein. Das war eine gute Wahl.